Guten Abend alle zusammen. Ich spiele heute Abend mit Martin Behrens aus Heidelberg an Kontrabass und Cello. Punkte. Ein Lied, was eigentlich Punkte heißen müsste. Aber es ist wieder den Kindern gewidmet und ihrer Art, die Welt zu sehen. Und Kinder sagen häufig nicht Punkte, sondern Pünkte. Weil bei Pünkte sind ja tatsächlich welche drauf, bei Punkte nicht. Also muss es Pünkte heißen. Pünkte. Punkte, Punkte, Pünkte. Punkte, Punkte, Pünkte sind schön und attraktiv, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Punkte, Pünkte. Gesprenkeltes Linoleumstragula hatten wir zu Hause auf dem Küchenboden. Rot mit weißen Pünkten. Ich lag unterm Küchentisch und mit dem scharfen Küchenmesser grub ich die weißen Punkte aus dem weichen Roten aus, tat sie in eine Streichholzschachtel und das war mein Schatz. Punkte, Pünkte sind schön und attraktiv, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Man hatte in der Kirche alte Malereien unter dem Verputz entdeckt. Das waren Adam und Eva. Man sah noch lauter Pünkte im Gesicht vom Adam, von den Pickelschlägen, die der Maurer damals reinschlug, damit er Verputz hält. Und das war die Sünde. Punkte, Pünkte sind dennoch interessant, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Wir saßen in der Schule, als es draußen schneite. Die Großen hatten Rechnen, die Kleinen durften malen. Einen Metzgerladen. Ich malte lauter Kreise und in die Kreise Pünkte. Das war das Schaufenster vom Metzger mit den Würsten im Querschnitt. Punkte, Pünkte sind höchst interessant, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Auf dem Waldesboden sammelten wir Blaubeeren in blecherne Gefäße, dass es ein Geräusch gab, wenn man die Hand voll reinwarf, wie Blaubeeren auf Blech. So lange, bis der Boden ganz schwarz war vor lauter Blaubeeren, dass man das Blech nicht mehr durchgesehen hat, das galt als sehr erfolgreich. Dann gab es kein Geräusch mehr, wenn man die Hand voll reinwarf, bloß noch ein kleines bisschen, wie Blaubeeren auf Blaubeeren. Punkte, Pünkte sind sehr musikalisch, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Auf der Kirchenorgel fand ich Orgelnoten, Präludium und Fuge von Bach und Johann Sebastian mit vielen, vielen Pünkten. Die wimmelten und hüpften mit Balkenstielen, Fähnchen, alle durcheinander, dass es ein Geräusch gab. Bis zur Seite ganz rechts unten, da gab es kein Geräusch mehr. Bloß noch ein kleines bisschen. Da capo sin alfine. Punkte, Pünkte sind göttlich und musikalisch, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Was Lächeln war, konnte ich mir nicht erklären. Ich kannte nur Löcheln. Viele kleine Löcher machen. Und so saß ich auf dem Sandhaufen und mit dem ausgestreckten Zeigefinger stieß ich viele Löcher in den weichen, feuchten Sand hinein, dass es ein schönes Gefühl gab. Dann stand ich auf, trat zurück und sah an, was ich gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Punkte, Punkte sind herrlich und göttlich, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Pünkte. Und Gott nahm eine Nadel aus dem Nadelkissen seiner Mutter und in das schwarze Glanzpapier vom Nachthimmel hat er viele, viele kleine Löcher hineingestoßen, dass man das Goldene vom Himmel draußen in der dunklen Erde durchsieht. Und das sind die Sterne und die Milchstraße, der Sternenhimmel, von Gott persönlich hineingelöchelt. Punkte, Pünkte sind herrlich.
ich schön, göttlich und musikalisch, wie mich als Kind schon dünkte. Punkte, Punkte, Punkt. Es hat in Tübingen einen sehr berühmten Dichter gegeben, der nicht der Hölderlin war. Ein völlig unbekannter Mann, aber ein Genie. Der ist eines Tages von einem Freund bei einer seltsamen Tätigkeit ertappt worden und war so fasziniert, dass er gar nicht gemerkt hat, wie er beobachtet wird. Er hat ein blaues Seidentüchlein und hat es zwischen die Fingerspitzen genommen, ist damit auf einen Stuhl gestiegen, hat es zur Decke gehoben, losgelassen, runtergesprungen, zurückgetreten und hat zugesehen, wie das Seidentuch langsam zu Boden schwebt. Ist hingegangen, hat es am Landeplatz aufgehoben, ist wieder auf den Stuhl gestiegen, wieder zur Decke gehoben, wieder losgelassen, zurückgesprungen, wieder zugesehen. Immer hin und her. Der ist verrückt geworden am Schluss, aber war ein Genie. Er war der Meinung, eine Revolution, was kann die schon? Die kann vielleicht das Oberste zu Unterst und das Unterste zu Oberst kehren. Ich drehe da die Hand nicht rum. Allein der Schwebezustand ist revolutionär. Er kennt kein Oben und Unten. Fragen Sie mal den Nordpol oder oben oder unten, ist der Kreis sich an den Kopf? Also diesen Dichter zu ehren, ein Lied über das Tüchlein, alle Tüchlein der Welt. Und kommt ein Kindlein auf die Welt und schreit, es ist auf einmal so laut, so kalt und so hell. Auf eigenen Beinen kann's ja noch nicht stehen, darum bevor man das Kindlein niederlegt, da muss man ein Tüchlein aufbreiten, ein weißes Tüchlein aufbreiten, zur Schonung des Kindleins. Und wenn du des Abends müde bist, dann ziehst du dir die Kleider vom Leib und dann legst du dich auf die Matratze hin. Jedoch bevor du dich auf die Matratze niederlegst, da musst du ein Tüchlein aufbreiten, ein großes weißes Tüchlein auf die Matratzen aufbreiten. Zur Schonung der Matratze. Und wenn der Zauberer die Manege betritt, dann zieht er sich den Zylinderhut vom Kopf und dann fängt er an, ein weißes Kaninchen aus dem Zylinder heraus zu zaubern. Jedoch bevor er das Kaninchen bei den Löffeln packt und in die Höhe hebt, da muss er ein Tüchlein aufbreiten, ein schillerndes grünes seidenes Tüchlein über den Zylinder aufbreiten. Zur Schonung des Zauberns. Und stehst du in einem Ruderboot, mitten auf dem Ozean, und die Arme fallen dir schon ab vor lauter Rudern, und du weißt nicht, wie du den nächsten Kontinent erreichen sollst. Da musst du ein Tüchlein aufbreiten, ein großes Tüchlein an einer langen Stange aufbreiten, zur Schonung der Seefahrt. Und steht der Hotelgast im 10. Stock, außen auf dem Sims zwischen den Fenstern. Und innen brennt's und Qualm und Rauch schlägt ihm in die Augen und er weiß nicht, ob er springen soll. Und dann traut er sich doch. Da muss man ein Tüchlein aufbreiten, ein kräftiges Tüchlein über den Boden aufbreiten. Zur Schonung vom Hotelgast. Und kommt der Diplomat am Flugplatz an und steigt mit der Gattin und Blumenstrauß die Gangway herab. Und das Bundesmusikkorps setzt die Trompeten zum Tusch an, bevor der Diplomat seinen Fuß auf den Flugplatz setzt. Da muss man ein Tüchlein aufbreiten, ein langes rotes Tüchlein auf den Flugplatz aufbreiten. Zur Schonung vom Flugplatz. Aber siehe, der Mensch zerfällt zu Staub. Drum, wenn du die Hand nicht mehr heben kannst, um dir den Staub von der Stirne wegzuwischen, der sich da niedersetzen will, dann wird man ein Tüchlein aufbreiten, ein großes weißes Tüchlein von den Füßen bis über den Kopf aufbreiten, zur Schonung des Staubes. Der Staub, meine Damen und Herren, ist eine Weltmacht, eine versteckte Größe der Erscheinungswelt. Er wird bekämpft, besonders hierzulande, als schmutzig. Staub gilt als schmutzig, rätselhafterweise, denn bei näherer Betrachtung die Staubmoleküle, meine Damen und Herren, blitzsauber. Man sammelt ihn in Tücher ein
um ihn zu entfernen. Man saugt in den Staubsaugerbeutel und wedelt Tücher oder Beutel hinterher zum Fenster raus, worauf der Staub große Wolken bildet und sich aufs Neue anfängt niederzusetzen, was für das einzelne Staubkorn eine gewisse Abwechslung bedeutet wegen der neuen Nachbarschaft. Und nach geraumer Zeit, je sauberer, umso schneller, kommt wieder jemand, sammelt den Staub in Tücher, saugt in den Beutel und wedelt ihn wieder zum Fenster raus, er bildet wieder Wolken. Man nennt diese geheimnisvolle Methode auch Recycling. Unsere Landsleute, die Schwaben, wir also, die wir den Staub besonders heftig bekämpfen, haben in Wirklichkeit eine sehr intensive Beziehung dazu wie zu allem Schmutz. Denn die Urschwaben, die haben den Dreck, den Schmutz, den Staub geliebt. Die Skelette von den Urschwaben, die man heute auf der Schwäbischen Alb ausgraben kann, liegen heute noch mitten im Dreck. Sie haben sich darin gewälzt, haben ihn gegessen, sich eingerieben, beschenkt und haben es richtig toll getrieben. Und zwar so lange, bis eines Tages der Dreck knapp geworden ist. Da gab es keinen mehr. Weil sie ihn aber so sehr geliebt haben, haben sie ihn angefangen zu behandeln, als wäre es Gold. Und so ist es noch heute. Manche Hausfrau hat schon gar keinen mehr und weiß nur, bei der Nachbarin auf der Vorhangstange obendrauf, da liegt noch ein kleines bisschen. Für den Staub also, der für die physikalische Welt, für die greifbaren Dinge eine ähnliche Rolle spielt, wie das Proletariat für die Gesellschaft gespielt hat oder noch spielen soll. Ein Lied im Stil der Barockzeit, der Staub. Ist weich, der Staub ist leicht und wärmet nur gar wenig. Kommt, folgt mir in des Staubes Reich, des Staubs der Stäubchen König. Was immer rau, er schlichtet's glatt zu seiner Stäubchenweide. Das, was glänzet, färbt er matt mit seinem grauen Kleide. Was immer rau, er schlichtet's glatt zu seiner Stäubchenweide. Das, was glänzet, färbt er matt mit seinem grauen Kleide. Die Sonne durchscheint des Weltalls Nacht, ein Stäublein selbst vom Ganzen. Sie schickt durchs Fenster einen Schacht, darin die Stäublein tanzen. Sie tanzen sacht und ohne Laut, so ist des Staubes Wille. Still hat er seine Welt gebaut, drum hält die Welt in Stille. Sie tanzen sacht und ohne Laut, so ist des Staubes Wille. Still hat er seine Welt gebaut, drum hält die Welt in Stille. Lass dich kommandieren, so will ich dich wohl zum Triumph wieder die Feinde führen. Es ist zwar nichts an dir und mir, was einen Feind erschrecket, doch ist am Ende dir zu Zier jed Feind mit Staub bedecket. Es ist zwar nichts an dir und mir, was einen Feind erschrecket, doch ist am Ende dir zu Zier jed Feind mit Staub bedecket. Wenn alles Feuer dieser Erd sich wieder ihn vereinte, sein Asche nur den Staub vermehrt, so dienen ihm die Feinde. Ertränkst du ihn in Wassergut, so scheint er gar verschwunden. Doch ist vertrocknet erst die Flut, wird wiederum Staub erfunden. Ertränkst du ihn in Wassergut, so scheint er gar verschwunden. Ist vertrocknet erst die Flut, wird wiederum Staub erfunden. Das Beil, das ihn zerbrechen will, dem Staub wird es zum Sitze. Dem Spieß, der ihn erstechen will, macht staubig ihr die Spitze. Die Erd des Himmels Wunderzier, die schenke ich ihm zum Fraße. Der Höllenschlund wird für und für dem Staube eine Vase. Die Erd des Himmels Wunderzier, die schenke ich ihm zum Fraße. Der Höllenschlund wird für und für dem Staube eine Vase. Zerfällt der Weltenglut, so wächst daraus ein Tempel, darin aus Staub die Erde ruht, sich selber zum Exempel. So singe ich und fahr dahin, nur zu des Staubes Feier. Wenn ich zu Staub geworden bin, fällt Staub auf meine Leier. So singe ich und fahr dahin, nur zu des Staubes Feier. Wenn ich zu Staub geworden bin, fällt Staub auf meine Leier.
Was ist Freiheit? Jeder kennt vielleicht das Gefühl, dass schon einmal ein Tablett mit Gläsern herumgereicht hat, sodass sich einer nach dem anderen ein Glas weggenommen hat, wodurch das Tablett immer leichter geworden ist, ein Gefühl zunehmender Befreiung und Entlastung. Bloß noch drei Gläser, noch zwei Gläser, noch ein Glas, dann ist das letzte Glas weg und das Tablett ist ganz leicht in der Hand. Es fühlt sich sehr frei an. Aber da war doch noch was. Da war doch noch was. Wir fuhren nachts bei Regen und dichtem Verkehr auf der Autobahn. Da merkte ich plötzlich, dass meine Scheibenwischer nicht an waren. Und das Auto vor mir hatte seine Scheibenwischer auch nicht an. Warum, habe ich mich gefragt. Warum bloß? Ach so, es regnet ja überhaupt nicht. Dann habe ich im Rückspiegel gesehen, dass das Auto hinter mir seine Scheinwerfer nicht anhatte und meine Scheinwerfer waren auch nicht an. Warum das jetzt, habe ich mich gefragt. Ach so, es ist ja gar nicht Nacht, es ist ja Tag. Dann habe ich zum Fenster rausgesehen, aber die Pappeln am Straßenrand, die zogen gar nicht nach hinten weiter, sondern die standen da einfach. Womit hast du das jetzt verdient, habe ich mich gefragt. Was ist jetzt passiert? Warum stehen die Pappeln? Ach so, du fährst ja überhaupt nicht, du stehst ja. Dann wollte ich vor Schreck mein Lenkrad festergreifen, das ging aber gar nicht, da war gar kein Lenkrad. Das ganze Auto war weg. Dann habe ich zu Boden gesehen, da war gar keine Fahrbahn, da war eine Wiese. Dann habe ich an mir hinaufgesehen, da war ich verschwunden. Entschuldigen Sie, was habe ich gerade erzählt? Da war doch noch was, da war doch noch was. Richtig, das Tablett wollte ich noch aus der Hand legen. Sehen Sie, das ist Freiheit. Die blaue Müllerin. Ich hatte ein Steak bestellt. Ob ich das Steak Englisch oder Medium wolle, bin ich gefragt worden. Dann habe ich Fisch bestellt. Wollen Sie die Forelle blau oder Müllerin? Dann habe ich gesagt, ich will die blaue Müllerin. Die blaue Müllerin liebt das englische Medium. Da bin ich aus dem Lokal geflogen und wollte mich erfrischen. Ob ich Bier oder Wein wollte, Whisky, habe ich gesagt. Scotch oder Bourbon? Ich will den schottischen Bourbonen, habe ich gesagt. Der schottische Bourbone hat eine Begegnung der dritten Art mit der blauen Müllerin und dem englischen Medium. Da musste ich fliehen. Aber zuerst tanken. Super oder normal? Ich will super normal, habe ich gesagt. Da fanden sie, ich wäre einsam und käme auf schlechte Gedanken. Ich bräuchte Gesellschaft, ob ich mehr auf Männern oder auf Frauen stehe. Ich stehe eigentlich auf Hermaphroditen, aber die sind so selten. Dann fanden sie, ich bräuchte dringend eine Therapie, ob ich nach Freud oder nach Jung therapiert werden wollte. Nach Adler, habe ich gesagt. Da fanden sie, ich sollte erst mal Urlaub machen. Ob ich an die See oder in die Berge wolle, habe ich gesagt, ich will an den Bergsee. Die blaue Müllerin reitet auf dem Adler über den Bergsee und fahndet nach dem englischen Medium, der ein Hermaphrodit ist. Dann haben sie mich gefragt, ob ich mir ein Tagmensch oder mir ein Nachtmensch sei. Dann habe ich gesagt, Dämmerung, Dämmerung. Sie wollten mich entspannen, ob ich Rotwein oder Weißwein trinken wolle. Rosé, habe ich gesagt. Dann wollten sie mich zerstreuen. Willst du Pop oder Klassik hören? Dann habe ich gesagt, Mitte, Mittel, mittelalterliche Musik. Ob ich geistliche oder weltliche Mittelaltermusik hören wollte, dann habe ich gesagt, ich will den Weltgeist. Ob ich mich mehr für die gigantischen Strukturen des Universums oder die faszinierenden kleinen Partikelchen der Atome und Moleküle für den Makrokosmos oder für den Mikrokosmos interessiere. Dann habe ich gesagt, so genau dazwischen im Menschenformat. Dann holten sie einen katholischen oder evangelischen Geistlichen. Gott im Himmel oder Teufel in der Hölle? Medium, habe ich gesagt, Medium. Hier auf der Erdoberfläche ist super normal und im Menschenformat. Dann haben sie mich in die Nervenklinik eingeliefert. Und als ich in der Tür stand, schrie der Oberarzt, raus oder rein? Der Weltgeist, müssen Sie wissen, habe ich gesagt, ist ein Hermaphrodit. Und er steht immer in der Dämmerung zwischen Tür und Angel und trinkt Rosé. Dann wurde ich vorläufig erst mal sediert und ins Bett gesteckt. Und als ich aufwachte, hat mich mein Bettnachbar gefragt, wo ich denn politisch so stehe. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich nicht. Ja, mehr rechts oder mehr links? Dann habe ich gesagt, ich gebe zu bedenken, dass ein neutraler Schweizer Kollege gesagt hat, der Mensch steht nicht rechts oder links,
er geht. Ja, wohin ich denn dann ginge? Mehr nach Osten zu den Kommunisten oder nach Westen zu den Kapitalisten? Da habe ich gesagt, da ist der Osten und da ist der Westen und hier stehe ich. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich dich ertappt. Eben hast du gesagt, du gehst und jetzt sagst du, du stehst. Wie geht's, wie steht's, habe ich gefragt. Und dann hat er gesagt, du bist wohl so ein rosa-roter liberaler FDP-Anhänger, der sich alles offen halten will und sich für nichts entscheiden kann. Dann habe ich gesagt, jetzt hören wir mal zu. Die blaue Müllerin trägt zwischen den Brüsten ein Schild, darauf steht zu lesen, die Wahrheit liegt in der Mitte, aber nicht hier. Dann haben die Ärzte diskutiert, ob ich in die offene oder die geschlossene Abteilung eingeliefert werden sollte. Dann habe ich gesagt, Herr Doktor, Ihre geschlossene Anstalt steht offen. Dr. Röntgen, ich habe dich durchschaut. Sehen Sie, die Gründe, die zu der Erfindung von diesen geheimnisvollen Röntgenstrahlen geführt haben, sind ausgesprochen durchsichtige Gründe. Dieser Dr. Röntgen war ein Moralist, ein Opfer der zwiespältigen Moral seiner Zeit. Immer wenn er eine schöne Frau gesehen hat, hat er gestrahlt. Und so sind diese Strahlen entstanden. Man muss sagen, er ist weit über sein Ziel hinausgeschossen. Er hätte auf der Epidermis Halt machen sollen, dann hätte er mehr davon gehabt. Aber dieser bohrenden Art von Wissenschaft ist es nicht begreiflich zu machen, dass Schönheit und Wahrheit auch an der Oberfläche stecken können. Er wollte zum Kern, zum Zentrum vordringen und hat am Schluss das menschliche Knochenskelett bereits zu Lebzeiten betrachten dürfen. Was ist eine Stufe? Eine Stufe ist ein Kompaktabgrund. Und ich werde Sie jetzt hinaufführen über mehrere solche Kompaktabgründe. Sie werden fragen, wohin? Und so beginnt es schon mit der ersten Stufe. Das Ziel. Ein Ziel soll ich haben. Mein Gott, wo soll denn das hinführen? Gegen Ungeduld. Nicht warten, bevor der Zug hält. Erkundigung. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es hier zum Labyrinth geht? Ein Drama. Mein rechtes Auge wollte gerne das linke kennenlernen. Scheiß Nase. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge. Au! Ich soll hier verschwinden, diese Wiese sei Ihre Privatwiese. Gehen Sie mir aus den Augen, das sind meine Privataugen. Stellenknappheit. Am Südpol steht ein Schild, darauf steht zu lesen, siehe Nordpol. Im neu eröffneten Landgasthaus hängt ein Schild, Vorsicht, frisch vergilbt. Was heißt da unsauber? Der Dreck, der da liegt, ist in sich gekehrt. Von Ihrem Boden kann man essen, auf meinen Tischen kann man tanzen. Wenn man so einen Goliath sieht, dann kommt man leicht ins Schleudern. Dafür hat man dann aber beim Goliath auch einen Stein im Brett. Was ist ein Kuss? Jedermann hält eine mehr oder weniger klare Antwort bereit. Ich weiß es besser. Ein Kuss ist Mundpropaganda für das Fortbestehen der Menschheit. Der ertappte Narziss, der ewig in sich selbst verliebte Knabe Narziss, in der Zeit, dass er gerade Französisch gelernt hat, ist einmal in flagranti ertappt worden, natürlich mit sich selber, hat einen puterroten Kopf bekommen und hat gesagt, ich schäme mich so. Frage und Antwort. Wie geht's? So nicht. Toilettenspruch. Auf meiner Toilette hängt ein Schild, macht nichts. Manchmal überkommt es mich einfach.
manchmal überkommt es mich einfach. Ich habe dann so ein Gefühl in der Hüftgegend. Es ist an sich kein unangenehmes Gefühl. Es hat so was Drängendes, nichts Zwingendes, aber es drängt eigentlich fast schön, nicht nur nicht unangenehm. Aber die Schönheit des Drängenden, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ist eine sehr gefährliche Schönheit. Das drängt ja nicht umsonst. Das drängt ja einem gewissen Ziele zu. Und wenn man sich jetzt der Schönheit des Drängenden um ihrer selbst willen hingibt, dann macht man sich leicht verdächtig und lächerlich. Narzissmus. Finger weg. Narzissmus ist lächerlich und Lächerlichkeit tötet. Wenn zum Beispiel jemand andauernd singt, auf in die Schlacht, es soll die letzte sein. Das hat auch so was Drängendes. Aber wenn dann die Schlacht nicht kommt, das ist das Lächerliche. Man hat das Gefühl, der will gar keine Schlacht, weil er hinter der Schlacht nicht mehr drängen könnte. Der will mit dem Drängen zur Schlacht die Schlacht verhindern. Absolut widersinnig und lächerlich. Also ich weiß, dieser Gefahr zu entgehen. Mit einem Wort, wenn ich dieses drängende Gefühl in der Hüftgegend habe, dann weiß ich, dass ich muss. Das heißt, ich muss nicht, sondern ich weiß, dass ich muss. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Auto an eine rote Ampel hinfahren, dann müssen Sie halten. Das heißt, Sie müssen nicht halten, Sie können ja auch weiterfahren, aber Sie wissen, dass Sie halten müssen, deswegen halten Sie auch. Also ich gebe es zu, ich mache das dann, wozu es mich drängt. Aber um es nochmals zu betonen, nicht weil ich muss. Ich beuge mich keinen Zwängen, sondern weil ich weiß, dass ich muss. Ich beuge mich nur meinem Wissen. Aber die meisten Leute wissen das nicht. Die glauben, sie müssen. Sehen Sie, die Säuglinge, die haben es einfach. Die wissen nicht, die müssen nicht, die machen einfach. Verstopft. Die ganze Welt ist verstopft, mit Watte die Ohren, mit Fett sind die Poren, jedes Maul mit Tabletten und mit Zigaretten, mit Krampf sind die Adern, die Katzen mit Katern, verstopft, 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 verstopft. Jeder Platz ist mit Rasen, das Land ist mit Straßen, die Straßen mit Lastern, die Wunden mit Pflastern, jede Lücke zum Parken mit Ausfahrt, Freihalten, verstopft, 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 verstopft. Das Land von Indianern mit Amerikanern, die UNO mit Reden und Schweden mit Schweden. Die DDR mit Sachsen verstopft, 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 verstopft. Die Brunnen mit Kröten, die Luft ist mit Schlöten, der Friedhof mit Grüften, die Röcke mit Hüften. Mit Bleidegewehre, die Jungfrauen mit Ehre verstopft, 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 verstopft. Beißende Säure, ätzende Lauge, reicht mir was Langes, Spitzes herein. Zum Stechen, zum Stochern, zum Sticheln, zum Bohren, lass mich da durch, ich muss da raus, ich muss da rein. Die Babys mit Schnullern, die Milliarden mit Nullern. Geigen der Himmel, die Romane vom Simmel und unsere Volkslieder vom Heino schon wieder verstopft, verstopft, verstopft. Die Liebe mit Herzen, die Gemütlichkeit mit Kerzen, die Pensionate mit Gören, der Fischer mit Chören, verstopft, verstopft. Die Ämter mit Akten, die Wahrheit mit Fakten, die Walzer mit Takten, die Kleider mit Nackten, mit dem Karpfen der Hecht, die Gerichte mit Recht, verstopft, verstopft, verstopft. Die Bäuche mit Pfunden, die Fässer mit Spunden, die Zwinger mit Hunden, die Kreise mit Runden, die Tage mit Stunden und die mit Sekunden, verstopft, verstopft. Die Gleise mit Schwellen, das Meer ist mit Wellen, mit Gräsern, der Rasen, der Schaum ist mit Blasen, der Schlaf ist mit Träumen, der Wald ist mit Bäumen, verstopft. Säure, ätzende Lauge, reicht mir was Langes, Spitzes herein. Zum Stechen, zum Stochern, zum Sticheln, zum Bohren, lass mich da durch, ich muss da raus, ich muss da rein. Die Augen von Brillen, die Freiheit vom Willen, das Glück ist mit Losen, die Moral ist mit Hosen, verstopft, verstopft. Verstopft ist im Zentrum mit dem Fortschritt die Veränderung, die Entwicklung der Entwicklungsländer mit Industrie, mit Atomkraftwerken die Energie, verstopft, verstopft. Die Ordnung mit Verwaltern, mit Heimen das Altern, die Gesundheit ist hin, mit Medizin, verstopft, verstopft. Die Meinung mit Statistik, die Sprache mit Linguistik, die Seele und die mit Psychologie, verstopft, verstopft. Die Meditation, auch die ist schon so fett wie nie vom Maharaji, verstopft, 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 verstopft. Und keiner erkennt dich, du bist vollständig vom Kopf an die Füße mit Analyse. Beißende Säure, ätzende Lauge, reicht mir was Langes, Spitzes herein. Zum Stechen, zum Stochen, zum Sticheln, zum Bohren, lass mich da durch, ich muss da raus, ich muss da rein. Figuren sind von Konturen, die Rätsel vom Raten, mit Absicht die Taten, die Wege von Zielen, die Masse von vielen, verstopft, verstopft, verstopft. Die
Identität mit Papieren, die Treue mit Schwüren, die Richtung mit Pfeilchen, die Atome mit Teilchen. Jeder Ort ist mit Stellen, mit Wasser, die Quellen, verstopft, verstopft. Es sind zum Platzen die Masken mit Fratzen, der Nordpol mit Graden, mit Grenzen die Staaten, mit Zungen die Schlünde, mit Grund die Abgründe, verstopft. Mit Fäusten die Hände, vom Anfang das Ende, vom Weltraum das All, die Sonne ist prall von den Strahlen des Lichts, die Löcher mit Nichts, prall bis zum Platzen, verstopft, 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 verstopft. Wer ist das Volk? Ein deutscher Dichter des letzten Jahrhunderts hat ein berühmtes Lied geschrieben mit dem Titel Was ist des deutschen Vaterland? Und es heißt, ist Schwabenland, ist Preußenland, Hessen, Preußen und so weiter. Die Antwort heißt am Schluss, nein, das ganze Deutschland soll es sein. Ich sage das lieber nicht. Ich frage lieber nach dem, was in diesem Land sich überhaupt aufhält. Und wer ist das, der ein Vaterland bevölkert, ein Vaterland, was man sich so schwer tut zu haben. Ein spöttischer Freund hat gesagt, ich habe kein Vaterland, ich habe nur eine Muttersprache. Und ein anderer, wir haben keine Heimat, dafür aber Wohnkultur. Wer ist das Volk, was angeblich immer geschlossen hinter jemand steht, am nächsten Tag wieder geschlossen hinter jemand anderem und weiß gar nichts davon? Wer ist das Volk? Ist das, was sitzt im Hofbräuhaus und leert die großen Krüge aus, was Walzer tanzt im Karneval und Urlaub macht im Walzertal? Ist das, was samstags Rasen mäht, was Todesstrafen gerne tät, was Herrschen tät, wenn es richtig wäre und ist es eigentlich populär? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn es das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ist das, was Kommunisten hasst, was nie den Lottotipp verpasst? Ist das, wo früher drinnen war die Schwedenkönigin Silvia? Ist's, was dem Präsidenten winkt? Ist's, das, was die Folklore singt? In bunte wollene Mützchen steckt das Klopapier ins Autoheck? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn's das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ist's, was zu Hause reinlich ist und was im Ausland peinlich ist? Ist's, was sich heimlich Waffen hält, bei Blitz sich unter Buchen stellt, was Einkaufszentrumswäglein schiebt, zum Schlaf das Bett französisch liebt? Ist's, dem das Kapital den Blick getrübt hat für das wahre Glück? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn es das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ist es ein Teil von jedermann, der einem aufstößt dann und wann? Ist CDU, ist SPD, ist es Ideal, ist es Idee? Was in Sardinien badet nackt, ist es konkret, ist es abstrakt? Was nach dem starken Manne rief, oder ist es alternativ? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn es das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Was über Terror sich empört, zu Hause unterm Hirsch, der rührt? Ist's, wem mit Eigenheimen droht die Bausparkasse Wüstenrot? Was immer die Bild-Zeitung kauft, auf Trimdichtpfaden sonntags schnauft? Ist's das, was schwärmt den Heino an, weil's abends nicht mehr denken kann? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn's das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ist's das, was fehlgeleitet ist und eigentlich ganz anders ist? Was vor der Hochzeit sich verlobt und was bei jedem Lustmord tobt? Ist's das, was nachts Karate übt? Ist's das, was Gartenzwerge liebt? Ist's, wovon im Gesetzbuch steht, dass alle Staatsgewalt davon ausgeht? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn's das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ist's das, was trockene Weine schätzt? Von Häuserabbruch ist entsetzt. Was hinter Jugendstil hersteigt, was immer jubelt, wenn man streikt? Was wandert sommerrot verbrannt mit Rucksäcklein durchs Griechenland? Und was zu Hause Knoblauch frisst und anders als die anderen ist? Nein, 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 das kann das Volk nicht sein. Doch wenn es das nicht sein kann, was ist das Volk denn dann? Ich dachte, jetzt schreibe ich ein Gedicht. Das heißt, das Volk, das gibt es nicht. Da hörte ich in meiner still millionenstimmiges Gebrüll. Ich schob den Kopf aus meinem Loch, da stand das Volk und brüllte, doch. Das Abenteuer. Was ist das Abenteuer? Das Abenteuer ist das Gegenteil von Versicherung. Und für Versicherungen werden riesenhafte Paläste gebaut, da wo man eigentlich wohnen sollte.
In der Mitte der Städte war Abenteuer keine Paläste. Das heißt, Kühltürme werden schon gebaut, die auf ihre Art und Weise auch abenteuerlich sind, durchaus. Aber nicht das Abenteuer, was eine so große Mangelware bedeutet bei uns und wofür so viel Geld ausgegeben wird. Und dann ist es noch keins. Es gibt den Geschmack von Freiheit und Abenteuer, das ist aber noch nicht das Abenteuer. Es ist nur mit diesem Geschmack so, dass es gibt ja auch Rumaroma für Trinker. Und wenn man einem Trinker einen Grog mischt aus Rumaroma und heißem Wasser, der wird glatt betrunken, weil er glaubt, es wäre das. So wird man an der Nase rumgeführt. Es werden sehr viele Land Rover gekauft zum abenteuerlichen Umherfahren im Gelände, aber das Gelände fehlt. Man müsste Land Rover mit eingebautem Gelände erfinden, um die Nachfrage zu befriedigen. Das Abenteuer. Das Abenteuer. Was ist das bloß, es zieht, es quält, es lässt dich nicht los, das Abenteuer. Trommel mit den Fäusten, dass es dröhnt an die Tür der Anstalt, die dich entwöhnt. Deiner Sehnsucht, die dir mit Bosheit entzieht, wonach dein Kern im Innern glüht. Rings um dich welch ein Geschlecht, das raubt dir aber mit welchem Recht? Mit welchem Recht dein Abenteuer? Abenteuer. Der Seefahrer seine Knie beugt, wenn der Bug unter ihm in die Wolken steigt, auf ein Abenteuer. Auf beiden Daumen den Degen wiegt, mit den kleinen Fingern die Klinge verbiegt. Und später die rauchende Fackel streckt in die Höhle, wo sich der Schatz versteckt. Du merkst, wenn das Kino zu Ende ist, dass du nicht der Graf von Monte Cristo bist. Nicht von Monte Cristo, kein Abenteurer. Abenteurer. Das muss eine schöne Gesellschaft sein, die schneidet's dir vorne weg und stopft's dir hinten wieder rein, dein Abenteuer. Als Zigarettenkondensat und als japanisches Motorrad. Du tust nichts, du hast das Gefühl einer Tat, hinterher ist dir dreifach Fahrt, nie ist's öffentlich, immer privat, gefährlich ist es für den Staat. Gefährlich für den Staat ist das Abenteuer. Abenteuer. Die Freiheit ist noch ungedämpft, solange Revolution darum kämpft, das ist noch Abenteuer. Nicht lange währt die Rebellion, aber die Verwaltung schon. Und weil ein freier Mensch, der denkt, den Rahmen der Verwaltung sprengt, wird nun der Mann um das gebracht, was auch zum Stier den Ochsen macht. Gestutzt den Mensch verwaltet sich, erst frei und gleich und brüderlich, brüderlich und gleich ohne Abenteuer. Abenteuer. Leuchtenden Augen der zahnlose Greis zum tausendsten Mal zu erzählen, weiß sein Abenteuer. Im Weltkrieg, er macht einen Strich von Bier, das wär die Marne, hier standen wir. Der Leutnant ruft mich, dort der Franzos, zur Stelle, Herr Leutnant, sag ich, und dann geht's los. Das ist die tödliche Perfidie, du kriegst in einem Krieg oder kriegst es nie. Im Krieg oder nie dein Abenteuer. Abenteuer. Der Nord- und Südpol sind erforscht, die Goldgräberhütten sind vermorscht, nirgends Abenteuer. Die höchsten Gipfel sind gestürmt, die Abenteuerreise beschirmt. Von Scharnow ist dein Tiefseegrund, von Neckermann dein Schlittenhund. Du willst es nicht sein, doch du bist auf dieser Erde ein Tourist. Bist ein Tourist, kein Abenteurer. Abenteurer. Triffst, wenn du dich nicht dämlich stellst, vielleicht eine Frau, der du gefällst, auf ein Abenteuer. Geht heim, geht ins Bett, liebt euch und dann schaut bäuchlings den Western im Fernsehen an. Pferd, Himmel, Wüste, Kaktus, Schuss, ein Mann, der sich entscheiden muss. Deine Entscheidung fällt nächsten Früh. Willst du zum Frühstück Tee oder Kaffee? Tee oder Kaffee, das war dein Abenteuer. Abenteuer, Abenteuer, Tee oder Kaffee, das war dein Abenteuer. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus der Stadt, aus der ich komme. Sehr hübsch, zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegen, Tübingen am Neckar. Ich wohne dort wegen einer Spezialität, die es dort gibt. Sonst wäre ich schon längst ausgezogen. Es gibt in vielen Städten Spezialitäten, zum Beispiel in Wien die berühmten Wiener Würstchen. In Frankfurt die Frankfurter Würstchen, die völlig identisch sind mit den Wiener Würstchen, aber nur in Wien oder Frankfurt Spezialität.
Und es gibt in Hamburg den Lapskaus und in Köln den Karneval und in Nürnberg die Bratwürste. Nun, in Tübingen gibt es das Denken. Ich möchte niemand verletzen. Es wird selbstverständlich auch in anderen Städten gedacht, aber es gibt ja auch in Tübingen Frankfurter Würstchen. Nun, dieses Denken hat sich niedergeschlagen, typisch schwäbisch, typisch deutsch, in einem regen Vereinswesen. Es haben sich Denkvereine gebildet in Waldhausen, Derendingen, Lustnau, in der Südstadt und so weiter. Und mein Bericht geht über das Neujahrsdenken des Lustnauer Denkvereins von 1890, Jockele Sperr, der Ahnherr von diesem traditionsreichen Denkverein, der ein Flößer war und ursprünglich nur Jockele geheißen hat. Diese Flößer haben seinerzeit im Schwarzwald oben Baumstämme zusammengewickelt und dann die Enden gerade abgeschnitten, damit es schön ordentlich ausgesehen hat. Da haben sich oben drauf gestellt, haben sich den Neckar runtertreiben lassen. Das Treiben lassen war damals noch moralisch unterwünscht. Hatten ein Fässchen von etwas herbem schwäbischem Rotwein dabei, hatten rotgebrannte Gesichter und waren nicht auf den Mund gefallen. Sie sind dann den Rhein entlang, bei der Lorelei haben sie ihre Hüte gezogen, wodurch die käsebleichen Stirnen zum Vorschein gekommen sind, haben in Rotterdam ihre Flöße verkauft, haben den Erlös in sogenannten Geldkatzen um den Bauch gewickelt, damit es ihnen nicht gestohlen wird, und sind in der Bundesbahn wieder nach Hause gefahren und haben aufs Neue angefangen, Flöße zusammenzustellen, immer so im Kreis. Nun, und der Flößer Jockele ist eines Tages bei Hochwasser den Neckar auf Tübingen zugekommen. Bei Hochwasser, wo alles viel schneller geht. Man weiß nicht warum. Man sollte meinen, das Wasser wird durch die große Masse träge und zähflüssig und fließt langsamer. Das Gegenteil ist der Fall. Es fließt doppelt so schnell, ein Rätsel der Natur. Und man muss noch wissen, dass vor Tübingen im Neckar eingelagert eine Insel sich befindet, lang und spitz zulaufend an beiden Seiten mit einer Platanenallee obendrauf, die mal von Napoleon gesät worden sein soll, wie über die Insel gerobbt ist. Und diese Insel ist strategisch sehr geschickt angeordnet, man möchte sagen genial, denn sie ist so im Fluss angeordnet, dass der Fluss rechts und links dran vorbeifließen muss. Genial deswegen, weil jeder, der ankommt, Wassertropfen oder Flößer oder tote Sau oder Scheunendach oder was bei Hochwasser immer ankommt, muss ich jetzt entscheiden, will ich jetzt rechts oder links an der Insel vorbei. Eine echte Alternativsituation. Und der vordere Flößer Jockele stand hinten am Steuerruder, hat plötzlich gesehen, wie diese Insel rasend schnell näher kommt. In Wirklichkeit ist das Floß rasend schnell näher gekommen, aber subjektiv vom Floß aus hat so ausgesehen, als ob die Insel näher kommt. Und er hat nach hinten geschrien, Jockele, sperr's und Skeizer Eilerbauger. Es ist die nautische Fachsprache der Flößer, die heute kein Mensch mehr versteht. Das heißt so viel wie Jockele, sperr, also stell das Ruder wie einen Riegel quer, damit das Floß ausweicht, sonst gibt es einen Ellenbogen, einen Zusammenstoß. Die sind immer mit den Ellenbogen zusammengestoßen. Und der Jockele hat es nicht getan. Er hat sich diese Entscheidungssituation nicht gestellt. Das Floß ist direkt auf die Insel draufgebrummt und durch die große Erschütterung sind die Flößer rechts und links ins Wasser gefallen und pustend an Land geschwommen, haben große Fontänen aus ihren Tabakspfeifen ausgestoßen und haben sich das Wasser ausgeklopft. Da standen die Studenten dabei. Die Studenten, die hatten lackierte Schaftstiefel bis über die Knie, bunte Mützchen auf ihren Hinterköpfen und dicke Bierbäuche mit Uhrketten davor und haben sich die Bäuche gehalten vor Lachen über die dummen Flößer. Dieses arrogante akademische Pack. Denn sie haben nicht erkannt, welche Stunde geschlagen hatte. Jockele war der Erste, der erkannt hat, dass wenn man sich scheinbar zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden muss, man sich eben gerade auch für eine dritte Möglichkeit entscheiden kann. Er hat damit ein Denkprinzip ausgehängt, was seit dem Mittelalter und früher gegolten hat, ist etwas Drittes gibt es nicht. Und damit kann man den Menschen mit lauter Entscheidungssituationen dahin bringen, wo man schließlich haben will. Also, Jockele Sperr ist auf die Insel draufgefahren, hat die dritte Möglichkeit gewählt und ist so der erste Dialektiker der Weltgeschichte geworden. Diese Dialektik ist dann bei Hegel und solchen Banditen völlig in die verkehrten Hände gekommen und hat sich zu einer Art Denkkarate entwickelt. Völlig gegen die friedliche Absicht des Flößers Jockele, der von da an Jockele Sperr hieß, weil die Studenten immer aus dem Stift heraus ihre Stiefel zusammengeklatscht haben und geschrien haben als Neckruf Jockele Sperr. Es beginnt der Bericht. Wie jedes Jahr am 1. Januar, so versammelten sich auch heuer die Mitglieder des Lustnauer Denkvereins von 1890 Jockele Sperr zu ihrem traditionellen Neujahrsdenken auf der Platanenallee in Tübingen. Offiziell zu Gast war heuer der Denkverein Dusslingen, denke Zenon, und einige Mitglieder des Derendinger Vereins Denkmal.
Außer Konkurrenz gab schließlich eine Delegation der Universität Tübingen noch ein Schaudenken. Eberhard Trachter, der Vorsitzende des gastgebenden Vereins, betonte in seiner Begrüßungsansprache die hervorragende Bedeutung des Denkens fernab von Ziel und Zweck, die in unserer Zeit unbegreiflicherweise immer mehr und mehr Anhänger gerade unter der Jugend gewinnen. Unter heftigem Applaus der Anwesenden sagte Trachter, was heute etwa in einem Gemeinderat als denkbar bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit allen Denkens bar und müsste eigentlich geldbar oder noch besser Bargeld heißen. Die Veranstaltung begann dann mit dem feierlichen Andenken. Wobei Trachter wiederum mahnte, das geistige Augenmerk nicht nur auf das zu richten, was nach uns komme und nur durch Rückblick zu erfassen sei, sondern gleichzeitig vorwärts auf das bereits Vorangegangene. Es folgten die einzelnen Disziplinen, das Weitdenken, schon zum dritten Mal gewonnen von dem Lustenauer Küfermeister Brändle. Sein Gedanke schlug noch jenseits der Eisenbahnbrücke ein. Das Scharfdenken, bei dem man möglichst ins Zentrum einer mit Sägemehl ausgelegten Zielscheibe im Rondell vor dem Silcher-Denkmal hineindenken musste. Das Umdenken, bei dem auf einer benachbarten Denkbahn eine 100 Meter entfernt stehende Strohpuppe zu Fall gebracht werden musste. Ein sogenannter Popanz. Und schließlich das Eindrucksdenken. Beim Eindrucksdenken entscheidet allein der Eindruck, den ein Gedanke hinterlässt, nicht seine Treffsicherheit oder Durchschlagskraft. Den besten Eindruck erzielte ein Friseur aus der Innenstadt, der ein klar zu erkennendes Wappen von Tübingen in den regenfeuchten Sand des Spielplatz-Sandkastens hinein dachte. In der Pause zog man sich in kleinen Gruppen zum Grübeln zurück, wobei aus den weiten Manteltaschen manche Flasche von Hausgebranntem zum Vorschein kam, um das Grübeln zu beflügeln. Die Denker in ihren riesenhaften lattierten Fuchspelzmützen, die sie jeweils erst abnehmen, wenn sie an den Start gegangen sind, um kein bisschen Kopfwärme zu verschenken, versammelten sich schließlich noch zum Punktdenken. Hierbei erfolgt die Bewertung nach Punkten. Wer einen Punkt denkt, erhält einen Punkt. Wer zwei Punkte denkt, erhält zwei Punkte. Wer drei Punkte denkt, drei Punkte und so weiter. Wer die meisten Punkte erhält, hat gewonnen. Das Schaudenken der akademischen Denker brachte noch einige Belustigung, nachdem ein Herr an den Start ging und lange mit verkniffenem Gesicht angestrengt nachdachte, worauf sein Gedanke mit lauten Flatschen hinter ihm im Wasser des Neckars landete. Ein Historiker. Danach ging alles auseinander, nur die Mitglieder des Denkvereins streng exklusiv gegen Außenstehende versammelten sich noch zum traditionellen geselligen Nachdenken im Hinterzimmer einer Lustenauer Gaststätte. Ich war als Berichterstatter nicht zugelassen, versuchte aber, vor dem Fenster des Gasthauses bei Nieselregen und im Matsch kniend, doch noch etwas von den Vorgängen zu erhaschen. Es war nur zu bemerken, wie tiefes Schweigen und Gläserklingen ab und zu von brüllendem Gelächter unterbrochen wurden. Nur ein einziges Mal wurde das Fenster geöffnet und ein abfälliger Gedanke zu mir herausgeworfen. Aber das Warten hat sich doch gelohnt. Zum Abschluss, schon bei tiefer Dunkelheit, wurde noch die Vereinshymne, die sogenannte Denkweise, angestimmt, bei der sich alle stehend an den Händen hielten, wie mir ein Blick durchs Fenster verriet. Ich gebe davon wieder, was ich mit klammen Fingern auf meinem Block kritzeln konnte. Nun denket an und mit Bedacht, wir denken scharf und denken sacht, wir denken tags und auch bei Nacht, bis alle Fächer sind entfacht. Bis alles Denken ist Verdacht. Am Ende sind wir ausgedacht. Vor dem letzten Lied, was heißt Tröstung einer Melodie, gebe ich noch einen Schlachtruf bekannt, ein seltener Schlachtruf, weil er geflüstert werden muss und eigentlich geheim ist. Gebrüllt werden Schlachtrufe in rauen Mengen, geflüstert werden sehr wenige. Und er richtet sich gegen ein Männlichkeitsideal, was in unserem Land in seiner unseligsten Zeit geherrscht hat. Es war das Ideal der Zackigkeit. Als Mann musste man zackig sein. Sollte, wollte und musste schon als kleinster Knabe uniformiert und zackig sein. Es sind alle zackig in den Krieg gezogen, völlig unzackig wieder aus dem Krieg zurückgekommen. Und es ist die Frage, warum sie nicht rund sein wollten. Dann wäre vielleicht alles besser gekommen, aber sie wollten zackig sein. Und es kann einem manchmal noch eiskalt den Buckel runterlaufen,
Wenn Männer mit roten Gesichtern, mit großen Bierkrügen in Hinterzimmern von Gaststätten nach Sportveranstaltungen in einen Ruf ausbrechen, auch ein Schlachtruf, ein sehr zackiger, der heißt Zicke, Zacke, Zicke, Zacke, Heu, Heu, Heu. Und weil ich die Zackigkeit nicht mag, habe ich einen Gegenschlachtruf erfunden, der heißt Weich und rund, weich und rund. Es ist aber passiert, dass nach einer Vorstellung im Schwarzwald kam ein älterer Herr, hat mir auf die Schulter geschlagen und gesagt, es war ausgezeichnet, junger Mann. Wie heißt der neue Schlachtruf? Weich und rund, weich und rund. Jawohl, gut gemacht. Ja, du arme kleine Melodie, was haben sie denn mit dir gemacht? Du bist ja ganz geschwollen. Und es glänzt bloß noch an der Stelle, wo so hoch rauf geht. Da glänzt aber auch bloß, weil es so entzündet ist. Und jeder hat geglaubt, er dürfte dich benützen. Und das Horst-Wessel-Lied haben sie immer auf dich drauf gesungen. Aber sei doch nicht traurig. Man verliert seine Ehre nicht, wenn man vergewaltigt wird. Und dicke Männer blasen dich mit roten Gesichtern unter Stahlhelmen in Blechtrompeten auf Flugplätzen. Lach doch ein bisschen. Du bist doch ein Streichquartett, das Schönste, was es gibt, vom Josef Haydn. Aber Deutschland war zur Blaskapelle gedacht. Wär's gewesen als Streichquartett. Aber weißt du, der Hofmann von Fallersleben, der den Text zum Deutschlandlied gedichtet hat, der hat Deutschland eben einfach geliebt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn jemand verliebt ist, dann sagt er eben, der andere wäre der Schönste und Größte in der Welt und dass man ganz fest zusammenhalten muss, von der Etsch bis an den Belt, weil sich halt Schleswig-Holstein auf Welt nicht reimt. Nach dem Krieg, dann haben sie aus lauter Scham und Bescheidenheit die erste Strophe mit der Liebe drin weggelassen. Aber du bist nicht bescheiden. Du bist ein Kaiserquartett. An der Stelle ist mir immer, als würde mir die Maria Therese ein Glas Champagner einschenken. Maria Theresia Friedrich den Zweiten besiegt, sähe es in Deutschland vielleicht anders aus. Dieses frankophile Flötenmonster. Aber du hast ein harmonisches Gerüst wie aus einem Vogelskelett gearbeitet. Leicht und dennoch stabil. Das kommt noch vom Doppeladler. Und ausgerechnet diese seltsame halbe Land bildet sich einen stolzen Adler als Wappentier ein. Eine Kuh. Ein Goldhamster. Gilt es, tut dir gut, ein bisschen Spott zu hören, alte Wienerin. Und wenn dich das nächste Mal wieder die dicken Männer in ihre Blechtrompeten blasen auf dem Fußballplatz, mach dir nichts draus, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Und vergiss nie, wer du bist. Die Melodie für einen deutschen Kaiser, der ein Österreicher war. Frei und luftig, stolz, leicht, duftig, dem Heiden sein schönes altes Kaiserquartett. Frei und luftig, stolz, leicht, duftig, dem Heiden sein herrliches Kaiserquartett.